Schatz, bist du angezogen? Ja. Geh los, wir müssen uns beeilen. Einen wunderschönen Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Video. Sind wir wieder richtig gut in der Zeit. Koffer ist geparkt, schaut mal wie klein, denn wir fahren nur einen Tag weg. Das heißt, wir brauchen gar nicht viel. Aber hast du schon erzählt, was hier geht? Du hast das Video gerade begonnen. Ich hatte noch gar keine Screentime heute. Ja, ich war auch nicht vorbereitet, ne? Wir hatten im letzten Video ganz am Ende, für die Leute, die es bis zum Ende geschaut haben, ja ganz kurz erwähnt. All the single ladies, all the single ladies, woo! Put your hands up. Dass es heute auf ein ganz besonderes Konzert geht. Besonders vor allen Dingen für dich, weil du ein Überfan bist. Ja. Ich bin ein riesengroßer Fan und ich bin so aufgeregt, weil ich habe nur Positives gehört. Beyoncé soll der Hammer sein auf der Bühne und ich habe es tatsächlich noch nie miterlebt. Mein erstes Mal, Schatz. Und dann ist Jay-Z noch am Start. Ich bin super gespannt. Das wird bestimmt eine coole Sache. Wir nehmen euch videotechnisch jetzt mal mit. Wir müssen uns auch ein bisschen sputen. Taxi kommt in 5 Minuten. Warum schaffen wir das eigentlich immer so auf Kante unterwegs zu sein? Tatsächlich kommt das Taxi sogar um 11.15 Uhr, nur ich habe dich angelogen, weil ich weiß, dass du immer spät dran bist und so haben wir 15 Minuten noch mehr Zeit. Und ich bin seit einer halben Stunde fertig. Durchatmen. Ich dachte, dass wir weibliche Gelaber immer. Und nicht so auf. Schatz, bist du eingezogen? So, unsere Fahrräder sind wieder sommer-ready. An meinem Rad war irgendwie eine Schnittwunde, Reifen wurde schon ausgetauscht, dann mussten jetzt Reifen wieder aufgepumpt werden. Falls ihr das mitbekommen habt, habe ich ja auf Überraschungsbasis damals zu unserer Roomtour habe ich meinem Baby dieses Fahrrad vorbeigebracht. Ihr könnt ja nochmal die Reaktion sehen unten in der Beschreibung. Yeah. Fliegen! Und die Fahrräder sind super. Ich habe gestern, ich weiß nicht, ein Jahr oder so wieder kein Fahrrad gefahren. Vor allem das Wetter gerade. Bombastico! Und da so ein bisschen. Ich habe sogar ab und zu mal die Augen zugemacht. Aber das war gefährlich. Was? Aber das war auf dem Gehweg. Was für eine Vorbildfunktion. Wie ein bisschen Scooter fahren. Ja, alles an der frischen Luft ist wie Scooter fahren. Auch Autofahren mit offenem Fenster. Mit offener Tür, würde ich auch sagen. Langsam Autofahren. So, und das Schöne an den Fahrrädern ist auch, dass sie Partnerlook haben. Genau denselben Look. Wir werden sicherlich jetzt auch demnächst nochmal eine kleine Fahrradtour machen. Ja, gut, dann können wir ja richtig einen auf Entspanski machen jetzt hier. Freunde, 10 nach 11 und Johnny sitzt da am. Ich dachte, du bist längst ready. Was machst denn du? Was positionierst du die Zeit denn um? Es ist ja 11, nicht 10 nach 11. Zeig mal die Uhrzeit. Ja, sogar 2 vor. Kann ja nicht sein. Ja, doch. Ich habe gerade schon geguckt, es waren 11. Hä, hey, shit, die Uhr geht echt falsch. Aber es ist 5 nach 11. Oder gehen beide Uhren falsch? Guck mal auf deinem Lappi. 5 nach 11, ja. Ja, 5 nach 11. Ja, 10 Minuten. Ja, wir gehen ja auch noch runter zur Tiefgarage, deswegen. Hadi, hadi. 10 Minuten runtergehen? Hau den Haken hinterher, Junge! Ich stelle nur gerade das Video online. So, falls ihr euch das neueste Video noch nicht angeguckt habt, Villa Chibo Update geht jetzt live. Verlinken wir euch selbstverständlich das letzte Video. Zerplatzt unser Traum, wenn wir es meistern können. Klar, wir es meistern! 100%! Okay, jetzt Haken hinterher. Hadi! Die suchen keinen. Es ist eine Bombenwarnung im Flughafen. Die haben jetzt gerade eine Spezialeinheit hingeschickt, die das untersucht, eventuell entschärft oder was auch immer. Das erste Mal, glaube ich, dass ich einen Flug verpasst habe. Das war bei mir in Charles de Gaulle in Paris. Und es war genau unmittelbar vor uns. Auf einmal kam Spezialeinheit, ganz viel, sah aus wie Militär, richtig, mit großen Maschinengewehren, liefen da und haben die ganzen Leute da rausgezogen, irgendwas gesagt, keiner hat irgendwas verstanden. Und in Paris ist es ja auch so, dass keiner Englisch spricht. Das heißt, wir waren da so ein bisschen aufgeschmissen. Und dann lag da irgendwo eine Tasche auf dem Boden. Dann gehen sie vor ins Gebäude rum, dann sind im Terminal 1, Terminal 2, wenn sie rüber müssen zum Beispiel. Dann schickt die Autos zurück, sie können dann auch dementsprechend hier über die Ankunftsebene fahren gleich. Ah, wir können über die Ankunftsebene jetzt hier scheinbar fahren, hat er gerade gesagt. Das heißt, die fahren jetzt alle zurück und rein theoretisch könnten wir auch zu Fuß gehen, außenrum. Die wollen wahrscheinlich, falls das Ding hochgeht, nur keine Autos beschädigt werden. Zu Fuß dürfen wir da rein. Thank you.
Camera in Camera Shot. So, die Freunde, wir sind jetzt gerade hier in Berlin in unserem Hotel angekommen. Ihr hattet eben kurz eine Impression schon gesehen. Wie heißt das? 25 Hours Hotel. Bikini Berlin. Bikini Berlin. Wir dürfen hier wahrscheinlich alle nur im Bikini rum. Bikini tragen. No, that's right. We're vlogging. Thank you. Die Leute wollen schon Fotos von uns machen, weil sie denken, wir versuchen hier krampfhaft ein Foto von uns alleine zu bekommen. Wir haben jetzt schon die ersten paar Leute getroffen. Wir werden jetzt mit denen gemeinsam zum Olympiastadion fahren, denn gleich geht es los. Der Shuttle ist auch schon da und wir warten eigentlich nur noch auf Shanti und Marvin, aber ich sehe sie da hinten schon. Echt? Oh, da kommen sie. Ja, Kamera, alles mit dabei, ja, so wie man ihn kennt. Sagen wir denen nochmal Hallo. Schau mal hier bei Marvin. So sieht ein richtiges Arbeitsstück aus. Wenn hier überall Sand drin ist, das sagt einfach, dass der Junge Ahnung hat und viel arbeitet. Auf jeden Fall. Hä? Lief nicht! Das ist der einzige Song, der tatsächlich nicht lief heute, ne? Jungs, sie hat so viele geile Lieder, konnte sie ja nicht alle bringen. Das ist natürlich richtig. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, konnten wir die Kamera leider nicht mitnehmen, beziehungsweise beide Kameras, die wir dabei hatten, und mussten sie bei der Security abgeben. Ja, das Konzert natürlich absolut genossen, aber ja, leider die Kamera nicht mitgenommen. Hier blenden wir euch nochmal ganz kurz ein paar Handyaufnahmen ein. Scene, 3000 degrees. I ain't worried about them Wolfigans over there, but they worry about me. I got a homeboy named Butter and another homeboy that named Cheese. Both women, baby, I make it milk till it drip down your knees. Spit it, shit for real, no. Brains real, no. Kiddo say he looks up to me. This just makes me feel old. Never thought that we could become someone else's hip roll. Man, we were just in the food court eating our hip rolls. Yesterday, that's the way. Every single morning I try to pray. Grandmama and them, they never forget. Man muss ja sagen, dass dieses Kameraabgeben vorher ja noch Bombendrohungen und so weiter eigentlich zu dem gesamten Tagesablauf schon gepasst hat, denn heute Morgen um 3 Uhr, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das wollten wir vorher nicht schon sagen, ich bin erstmal um 1:30 nach Hause gekommen nach dem Schnitt und um 3 Uhr ist was passiert? Feueralarm in der Wohnung, 5 Feuerwehrautos, Polizei, alle mussten mit ihren Babys, mit den Hunden, ich bin ja schon gestorben und dann dachte ich nur, die armen Hunde, die hören ja nochmal viel, viel lauter, die ganze Nummer. Ja, es hat auf jeden Fall alles zu diesem Tagesablauf gepasst, aber dann trotzdem jetzt solch einen grandiosen, coolen Abend zu haben, hat das alles weggemacht. So, und jetzt natürlich erstmal an dich, den großen Beyoncé-Fan. Wie hat es dir gefallen? Also es war mit Abstand das beste Konzert, auf dem ich war. Echt? Ich war ja noch nicht auf so vielen Konzerten, muss da ich sagen. Da war schon eine Ansage. The Weeknd war bisher mein Favorit, aber The Weeknd wurde von Beyoncé einfach mal so weggefegt. Und ja, Jay-Z entkommen. Obwohl, nein, Busta Rhymes war auch immer noch so einer der Nummer 1. Mit The Weeknd auf jeden Fall jetzt. Beyoncé hat sie alle zerfetzt mit Jay-Z. Traum-Couple live gesungen. Hammer getanzt, wo ich dachte, ich habe noch so mit Shanti Späße gemacht, also würden wir so tanzen, wird aussehen, als hätten wir irgendwie Spackungen oder keine Ahnung. Die macht aber wahrscheinlich seit Kindheitstagen nichts anderes, ne? Also die ist ja hochprofessionalisiert. Und nochmal in das Olympiastadion, 70.000 Leute oder über 70.000 Leute passen in das Stadion, es war wirklich riesig. Was ich besonders schön fand, war, dass wir so ein Lüftchen die ganze Zeit hatten, also das war jetzt nicht zum Beispiel in Köln in der Lenzes Arena, da ist alles zu und da war es wirklich wunderschön, Sonnenuntergang, einfach Traumperformance. Leute, sie hat auf jeden Fall noch ein paar Stationen hier in Deutschland. Falls es noch Ticket gibt, lasst euch die Chance nicht entgehen und ihr Zeit habt. Es lohnt sich definitiv, auch ich als Beyoncé-Laie, ich konnte glaube ich nicht einen Song wirklich mitsingen, außer am Ende Perfect, weil sie Ed Sheeran war leider nicht da, aber ich ja als großer Ed Sheeran-Fan. Du hast aber sehr viel dafür mitgesungen und vor allem, ich meinte, kannst du Wasser holen? Ich will nichts verpassen, willst du gehen? Ich so, hä? Gerade noch im Hotel meint er so, ja, okay, ich komm mit, aber muss hier ja, so habe ich das nicht gesagt. Nochmal ein riesen Dankeschön an Puma Fragrances, die uns eingeladen haben, sonst wären wir hier gar nicht am Start. So, wir werden jetzt
auf die Aftershow-Party gehen. Ich habe gehört, vielleicht Jay-Z da auch noch mal kurz ein bisschen auflegen oder so. Nein, aber das wird immer gelabert, dann kommt keiner. Aber der DJ von denen soll am Start sein. Und deren dementsprechend, Private DJ? Ja, irgendein DJ, deren Tour-DJ. Okay. Dementsprechend, es wird krass. Ich glaube aber tatsächlich, der Treffpunkt ist schon unten, deswegen müssen wir uns beeilen. Ja, oh, ja, jetzt, genau jetzt. Ja, genau. Perfekt. Jetzt. Alles wir müssen klar. Noch runtergehen. Gut, dann verabschieden wir uns. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Wir sehen uns wieder. Stay positive. Tschüss, Kaugummi.